Und natürlich Maltsev, Kalamov und Vikulov für die Sowjetunion jetzt im Spiel beim Powerplay. Kalamov, Lutschenko, Chigankov, Maltsev, Vikulov, Chigankov und Torschütze Vikulov. Vikulov verkürzt auf 2:3 nach Zuspiel von Lutschenko nach 7 Minuten und 49 Sekunden. Und dieses unnötige Foul, das Stefan Karlsson begangen hat, hat sich nun bitter gerecht. Lutschenko und Vikulov hatte keine Mühe. Larsson wurde dabei, so scheint es, hart attackiert. Vielleicht hat ihn auch ein Schlittschuh von Vikulov getroffen, aber es war sicherlich Lind. Karlsson. Michailov. Hedberg. Michailov. Und Blinov hat er. Dragolin. Und Maltsev hat die Scheibe nicht. Palmqvist. Nilsson. Palmqvist. Gehalten von Tretiak. Gut abgewehrt von Östling. Und jetzt war niemand. Maltsev. Wickberg. Kapitän Lundström. Und Tretiak. Wickberg. Und Hedberg. Dragolin. Hedberg. Hedberg. Lind. Lind. Letzten Spiel aus Stockholm nachgeflogen. Wie Tag und Nacht der Unterschied. Aber jetzt. Lutschenko. Schadrin. Hammerström. Vasiljev, Lutschenko und Larsson, Jakuschew, Jakuschew, Tor, Torschütze Jakuschew nach 17 Minuten und 18 Sekunden. Ausgleich hier in Prag zwischen Schweden und der Sowjetunion, 3:3. Wiederholung, Jakuschew ist völlig ungedeckt. Bekommt die Scheibe und schießt unter dem sich werfenden Larsson durch zum Nilsson. Blinov. Michailov. Und Bulli. Lutschenko. Hedberg, Hedberg! Letzte Spielminute. Hammerström, Kalamov. Dragolin. Kalamov. Chigankov, Kalamov. Chigankov, Dragolin, Kalamov, Björn Johansson, kein Eising, Tretiak stoppt die Scheibe. Noch 20 Sekunden, Vikulov. Das Tor ist frei, aber abgewehrt, abgewehrt. Noch 10 Sekunden. Es wird sich nichts mehr ändern am Ausgang dieses Spieles. Noch 2 Sekunden.
Das Spiel ist aus. Sie hören den Beifall des Publikums und der gilt hier der schwedischen Mannschaft, die gegen die Sowjetunion 3:3 gespielt hat. 1:0 für Schweden im ersten Drittel. 2:2